Wann kommt Episode 3? Die neue Episode beginnt genau jetzt! Was soll das? Was soll das sein? Mama! Hallo! Ist das ein Verarsch? How many times have you been arrested? Hey, you know, you don't get arrested for all shit you do. I mean, like, there is police everywhere, but I mean, people think you get arrested for every little shit you do, but I mean, what if, like, if I would tell you, man, if you're in front of the White House and just say inappropriate words, like all the terror things, and do you think you would get arrested? You might would, huh? Bomb, terror, Osama bin Laden. Al-Qaeda, 9/11. I've got a sniper rifle in my pocket. I'm gonna shoot Obama a second asshole. Skyline oder Bordstein? Bordsteinkante. Definitiv Bordsteinkante. Oh, die ist so schön. Die ist so schön. Guck doch mal, wie schön glatt die ist. Wollt ihr sie auf Hebre trinken, schaut? Wirklich ganz, ganz schön ist das. Diese Bordsteinkante ist es. Ganz, ganz schön. Guck doch mal hier, diese Schräge. Ich meine fast senkrecht, aber dennoch ein bisschen schräg. Und hier ist es genau parallel zum Boden. Das ist so wunderschön hier. Wirklich, wirklich wunderschön. Do you ever think you guys would come to the US and do some of your pranks? No! 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 Ihr habt doch das Gummi so mega hart verschissen. So ein ordentlicher Skillshot muss man das Band nur richtig schön fest durchziehen. Achtung! Oh, Alter! Warst du getroffen? War. Alter, das war krass, ohne Scheiß. Das war echt krass. Der war nicht schlecht, Alter. Ich hab vorher noch 720 gemacht. Oh, er hat den Deckel gesplittet, Alter, wie bei On Back, Alter! Was passiert gerade? Funktion. Achso, oh, du nimmst noch auf. Oh, fuck. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag diese Bordsteinkante. Ich finde die echt schön. Er bringt mich immer so hart zum Lachen. Wie macht ihr das? Das Geheimnis von Humor ist das Element der Überraschung. Alter. Würdet ihr eine Show fürs Fernsehen machen? Das mit der Fernsehshow, das ist voll kein Wunschdenken. Wir haben längst unsere eigene Fernsehshow mit dem Moderator MC Herodes. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung, Herodes TV. Du bist zu sehen mit der Kamera. Und heute zeigen wir euch mal Haarspray. Nein, mach mal was Prankiges, Mann. Prank mal die Leute, die um dich rumstehen. Da hinten, da ist voll die Person. Prank die mal. Sei mal kurz behindert, genau. Guckt, wir haben unsere eigene Pranking-TV-Show. Guckt. Guck doch mal. Diese Bordsteinkante ist wunderschön. Mensch. Ich meine, streichen Sie da mal drüber. Streichen Sie da bitte einmal drüber streichen nur. Es ist so, das ist wie Heimat. Was haltet ihr von Leuten, die nicht so fame sind wie ihr, sprich normal im Fußvolk? Was? Ja, also, ja, ich bin's. Hey, nee. Wir wollen ein Foto machen, ist kein Problem. Also, weißt du, ich biete euch jetzt schon mal die Konversation an. So. Also, seid ihr sicher, dass ihr das nicht machen wollt? So ein kleines Foto, so. Ey, das ist eure Chance, so, weißt du? Und seid ihr sicher, ja? Okay. Willst du ein Foto oder was? Ich meine, du kannst eigentlich froh sein, dass ich mich überhaupt herablasse, mit dir zu reden, ja? Aber wenn du ein Foto willst, von mir aus. Komm, lass es schnell hinter uns bringen. Bitte kommt nach München. Wir bekommen täglich gefühlt 1000 solcher Anfragen. Kommt ihr mal nach hier, kommt ihr mal nach dort. Aber bisher war es einfach absolut nicht möglich, ja? Aber jetzt haben wir ein richtig geiles Gefährt. Das ist kein Problem, überall hinzufahren. Damit wir aber euren 1000 in München nachkommen können, müssen wir jetzt echt langsam mal losfahren. Das ist behindert, Alter. What the fuck? Oh, die Feuerwehr.
wunderschön. Hier einmal schön drüber. Und hier unten, oh. Ich meine, es macht die Haut auch ganz weich. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Es müsste mehr Mädchen wie Anna geben. Hey, sauf mal ein bisschen mehr. Was, ne? Rauch mal mehr. Könnt ihr mal bitte... Oh Gott! Ich hab's das noch gesagt! Könnt ihr mal bitte anfangen, ein bisschen mehr zu rülpsen? Ist es okay? Streicht mal drüber hier. Es ist ganz, ganz schön. Es ist richtig sanft. Hier, oh. Und hier ist noch ein kleines Loch. Da kann man rein und so. Oh, schön. Guck doch mal, wie die Bordsteinkante hier schön ist. Fühlt ihr nur den Kanal oder seid ihr auch allgemein in der Pickup-Szene unterwegs? Ja, wir sind selbst sehr aktiv in der Pickup-Szene unterwegs. Seid ihr stolze Ossis? Nun, wir waren stolze Ossis, bis sich Jan Böhmermann in unsere Heimatstadt verirrt hat. Das ist das deutsche Nationaltheater. Scheiß Ostdeutscher, jetzt zieh ab hier. Das ist das deutsche Nationaltheater. Zisch ab, du Ossi. Es reicht mir. Hier steht das. Vergesst mich gleich. Ja, das steht hier auch. Wegen Leuten wie euch hätten wir die Mauer am liebsten stehen lassen. Wirklich. Das steht hier wiederum nicht. Scheiß Ossi. Mando, 20 Jahre Banane, sie sind... Oh, der Aggressionslevel steigt. Sie sind jetzt schon bei 95%. Ich möchte bitte, dass sie sich zusammenreißen. Pass auf, was... Ich sorge hier für Recht und Ordnung. Bitte reißen sie sich zusammen, okay? Ich glaube, es sagt scheiß Ossi. So. Dumm. 20 Jahre Soli und dann so ein Rotz hier. Muss mir losgehen, ich fliehe. Bitte. Ich möchte nicht zur Verfolgungsjagd übergehen, ja? Ich kann mich am Arsch lecken. Scheiß Ossi. Ist doch so. Dann ist hier gleich du nehmen. Könnt ihr alle von vorne in einem Skateboard fahren und dann einen Ollie oder so machen? Na klar, zu fünf spinnst du. Zu zweit könnte man es allerdings echt mal in Erwägung ziehen. Das ist nämlich ein Ding zu zweit, einen Trick zu machen. Ich zeige euch das mal. Kein Ding. Schön. Kann ich bei euch mitmachen? Nein, ihr dürft nicht mitmachen. Ihr dürft nicht mitmachen. Leute, wenn ihr Giga schaut, was für Spiele zockt ihr denen so? Hey. Also, meine Lieblingsspiele sind eigentlich so Metal Gear Solid 3 und GTA San Andreas ist auch ziemlich geil. 2012, muss ich sagen, war mein absolutes Lieblingsspiel Dragon's Dogma. Das fand ich richtig geil, das hat mich richtig geflasht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, es hat jetzt nicht so die geile Story, aber... Ich weiß nicht, das Kampfsystem ist so geil. Finde ich richtig fett. Und ansonsten, ja, so Skate. Ist einer meiner All-Time-Favorite-Serien. Jo. Und bei dir so? Ja? Mhm. Bei mir auch. Ich muss wieder los. Ist alles, was ihr filmt, lange geplant oder schnappt ihr euch auch an manchen Tagen einfach mal die Kamera und sagt euch, heute wird wieder Scheiße gebaut? Oh, hallo. Ich würde sagen, heute wird wieder mal ein bisschen Scheiße gebaut. Scheiße gebaut. Hallo! Was hast du denn da? Oh, das ist nicht das Foto. Oh, Foto von der Scheiße. Was ist denn euer Lieblingsvideo? Dragon Ball Z! Real life! Der Keller! Things you should never do with rockets. Lisa.
Ah! Alter, GTA 5 in Real Life. Und das war noch schön. Ja. Sehr schön. Ist das meistens so eine Sch- What do you guys do other than prank and trolling people? Also. Fühl es. Oh, das ist so nimm geil. Nimm es weg! Oh, der kann einfach schwabbeln, sagt mir. Das ist richtig geil. Wir haben alle solche schwarzen Sonnenbrillen. Wer ist denn das? Wer macht denn so? Morphe. Ja, Morphe. Tu, was du willst, es gibt so viele Dinge. Doch merk dir eins, hol möglichst viele Ringe. Gestandene! Ein gestandener Mann. Alter, ist das geil! Boah, ja. Alter, das ist so großartig! Jetzt noch? Ja, warte mal kurz. Jo Leute, ich bin hier gerade bei der Millionärswahl, ist ganz okay. Ja! Der war schön. Die Bordsteinkante, die ist ganz schön. Streichen Sie mal drüber, wie weich die ist. Die ist ganz weich. Die ist so weich. Die ist ganz schön. Ganz schön ist das. Ja, wir sind selbst sehr aktiv in der Pickup-Szene unterwegs. Oder auch nicht. Die neue Episode beginnt genau jetzt! Eiskalt machst du da einfach mit, Alter! Ja, Mann! Er macht sogar eiskalt mit, Mann! Ich bin auch im Video! Ist ja auch weggerannt! Ja, Mann! Geiler Typ, Alter! Weißt du, wir haben halt geplant, wir weinen dich extra nicht ein und du stehst dann halt da, weißt du? Verhetzen und da rennt er einfach eiskalt mit. In dem Mondschein denk ich, da ist eine Luft nach oben. Trolling Singer 2 ist voll schon draußen. Trolling Singer 3 kommt demnächst, wenn Frühling ist. Überhaupt nicht, Alter. Ich kann nicht kommen, sonst geil, wirklich. Yo, noch! Zu fünft ist das voll unmöglich! Seid ihr wahnsinnig! Hallo! Zu fünf ist viel zu krass, aber zu zweit könnte man es echt mal in Erwägung ziehen, einen Trick zusammen zu machen. Das ist nämlich echt kein Ding. Man braucht noch nicht viele Versuche dafür. Versuche! So.
So, nach über einem Jahr war das also jetzt die dritte Episode von Ask. Wenn ihr das Format etwas öfter sehen wollt, lasst es uns wissen und stellt uns auf jeden Fall neue Fragen, damit wir auch was haben für die nächste Folge. Ansonsten könnt ihr die alten nochmal angucken oder lasst es eben bleiben. Und ich schnipp's das Video jetzt mal hier. Nee, ich schnipp's die Kamera weg. Geil.